Servus meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video von Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 mit dem nächsten Part, und zwar Gohan explodiert die Cell Juniors. Junioren wollte ich gerade sagen. Peinlich! Nochmal von neu! Die Cell Juniors. Kann mich nicht ernst nehmen. Die Cell erschaffen hat. Ich kann nicht glauben, dass sie in meiner Super Saiyajin-Form ebenbürtig sind. Gar nicht sexy. Gar nicht. Auch keine Erzählschimmer. Wollte beinahe sagen, wieder Junioren. Cell Juniors. Cell erschafft die Cell Juniors und lässt sie die Z-Kämpfer angreifen, um Son Gohans verborgene Kräfte herauszukitzeln. Als er sieht, wie die Z-Kämpfer eine nach dem anderen ausgeschaltet werden. Oder ausgeschlachtet klingt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Kennt Son Gohans Zorn schließlich keine Grenzen mehr. Jo. Das war schon geil. Also Ranking ist komplett geil. Also zum ersten Mal Super Saiyajin von Son Goku. Dann kommt der zweifache Super Saiyajin von Son Gohan. Schon fast, und dann der Dreifache, wobei das einfach schwer ist. Der Dreifache zählt fast schon auch auf Platz 2. Der Dreifache ist schon todessexy als Kind gewesen, ne? Das war abartig krass, Alter. Als Kind Gänsehaut. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut und war es bei der letzten Folge jetzt erst dabei. Ja. Ja. Noch stehen! Die Folge war schon sehr gut, ey. Ups. Wahrscheinlich ein bisschen zu früh eingesetzt. Wie viele denn noch eigentlich? Waren schon sieben? Waren sieben oder acht oder neun? Nein, so viele waren es nicht. Wir haben ein paar Kombis ausprobieren. So ein Gohan zweifach war schon brutal geil. Na, da kommt's halt jetzt. Werde nicht übermütig, Kleiner. Ja, ja. Dein winziges Hirn. Du hast auch gerade kein größeres Cell. Ja, jetzt ist er in der Reihe zu kämpfen. Ja, gerne, komm her. Komm schon, lass spielen. Lass spielen. Seid ihr Zeuge der unglaublichen Macht der Perfektion. Was für eine Perfektion, Alter, gut, die Mann und du Echse. Was für eine Perfektion nochmal, Sal? Oh. Gut, dass er noch rangekommen ist. Was habe ich noch? Oh,
Was ist geschafft? Du hast mich geschlagen. Ich hab dich mehrmals geschlagen. Aber ja, nee. In der Serie hat er zwei Schläge gebraucht und er war schon fast fertig. Was hältst du davon, einem kleinen Kamehameha? Fäng dich an, Blödmann. So richtiges Kind, Blödmann. Oh, ein Dragon Ball gefunden, geil. So. Geil. Sehr gut. Cyborg Saga Endkampf. Und den zwei Sterne Dragon Ball haben wir auch gefunden. Per Zufall. Geil. Freue mich. Möchtest du speichern? Ja, ein bisschen. Oder doch nicht. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, egal. Das ist ja völlig irre. Cell hat sich selbst in die Luft gejagt und ist sogar noch stärker geworden. Ja. Weil er kurz vor dem Tode nahe war. Er hat die Saiyajin-Blut sozusagen auch gehabt. So, Goku wendet die Teleportation an, um Cell, der sich gerade selbst zerstörend, auf Meister Kaios Planeten zu bringen. Ja, sonst wäre die Erde futsch gewesen. Doch Cell schafft es, sich zu regenerieren und sogar zu stärken. Sein Kern ist heil geblieben. Deswegen ist Cell auch am Leben geblieben. Son Gohan ist die letzte Hoffnung für die Erde. Jetzt wird also Son Gohan und Cells entscheidender Endkampf beginnen. Ja. Und Cell wird... hat nochmal eine perfekte Endform erreicht. Sozusagen perfekte. Nee, perfekt. Nee, nein. Normalerweise ist es immer noch seine perfekte Form. Weil normalerweise hat er C18 ausgespuckt. Aber jetzt ist er geschwächt. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ich weiß nicht, wie geschwächt er ist. Aber jetzt ist halt die perfekte Endform sozusagen. Also seine gestärkte Endform. Diesmal werde ich nicht so viel Glück haben. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Stärker geworden. Gott sei Dank. Er hat gemacht von Anfang an, wie sein Papa dir gesagt hat. Hat er aber nicht gemacht. Sein falscher Stolz hat ihn dazu getrieben, Cell fertig zu machen, um ihn alles heimzahlen zu lassen, was er Menschen angetan hat. Er wollte ihn demütigen. Er macht mich mit ein paar Hieben fertig, gell? Ja. Son Gohan? So, hurra! Saigo no teiko o misete miro! Yare yo!
抵抗したって無駄なことくらい分かってる。Das ist halt Son Goku halt anders. Son Goku ist halt durch und durch Saiyajin und Son Gohan ist halt dieser. Das halbe halt. Das macht. Kämpfen macht ihn nicht Spaß auch tatsächlich. Son Goku und Vegeta sind da schon ein bisschen anders. Die lieben halt den Kampf. Durch und durch Saiyajins. Und Gohan halt halb-halb.恐怖のあまり独り言か。平常、くれる。自分の力信じろ。最後に見せてくれよ。俺たち2人で作った力を。わかりました。やれるだけのことはやってみます。僕が調子に乗ってしまったせいで死なせてしまう。Das hat schon Einsatz, ja. Er kann's ausweichen. Unblockbar. Ja.Ja, wenn wir jetzt dazu kommen sollen erst. Schon geil gemacht, ey, diese Szene so.Chosen. Das war der Endkampf.Am Ende hat es Son Gohan doch geschafft, die Welt zu retten. Und ich glaube tatsächlich, dass eigentlich ab da Objekt Heiligenschein. Ah, geil, das ist auch geil. So ein Heiligenschein kommt dann. Ab da ja dann eigentlich Dragon Ball hätte beendet werden sollen. Und dann gab es noch eine Saga.Und da finde ich die Abstand die geilste Saga, die es gab. Also, ich fand es geil, dass sie es weitergemacht haben. Wobei für mich meine Lieblingssaga bleibt tatsächlich die Freezer-Saga. Also, kann man sagen, Namek-Saga, aber eigentlich ist das Freezer-Saga. Aber jetzt gibt es noch einen einzigen Kampf, den wir erledigen müssen. Und zwar müssen wir mit Trunks noch einmal gegen alle anderen kämpfen. Ich glaube nicht, ob es jetzt noch C17 oder C18 sind, wo wir besiegen müssen. Wahrscheinlich ist es auch bloß Cell.Und dann sind wir tatsächlich offiziell fertig mit der Cyborg-Saga. Trunks hat durch das Training in der Vergangenheit enorme Kräfte erworben. Er kehrt in die Zukunft zurück und vernichtet C17 und C18. Ich weiß, da steht Nummer 18. Mühelos. 3 Jahre später versucht Trunks, Cell davon abzuhalten, in die Vergangenheit zu reisen.
Trunks letzter Kampf beginnt. Die könnten ruhig mal, also die hätten sie gut machen können, dass sie das dauerhaft einbehalten, ne? Wie viel Mal du insgesamt schon die Liegestütze gemacht hast mit ihm. その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。 計画が失敗だと? さなごときが偉そうに。 完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら 俺でも十分に倒せるはずだ。 お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に非常に詳しいわけだ。敵は弱ってきてる。今はチャンスだ。確かに腕を上げたようだ。 貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。お前を生かしてはおけない。ゲリがバレかぼ。ここでしまする。だめ、エアを失礼しん。そばへ。どうやら化けの皮が剥がれてきたようだな。 それにしても今の俺なら倒せるはずだというのは心外だぞ。貴様の力では俺様は愚か、 17号や18号すらも到底倒せる。ではなぜ 17号と18号はいなくなったんだ。 まさか、二人が消えてしまったのは貴様が。 アナコンダ。 絶対にお前を過去に湧いてた。ふざけ、アーニサイが。 どうやら化けの皮が剥がれてきたようだな。 敵は弱ってきてる。今はチャンスだ。お前を生かしてはおけない。ここで始末する。何か不思議な動きをしている。 おのれ、こうなったら、この技で驚くがいい。かめはめ。 Oh Gott, hat er es echt so scheiße gesagt damals. Heiliger, wenn er das tatsächlich so gesagt hat. Es ist endlich vorbei. Danke, Son Goku. Dank der Gruppe Z. Ich weiß es ganz genau, was er eigentlich sagen will. Zukünftiger Frieden. Ein paar Punkte haben wir kassiert. Geil. Ein paar. Die Majin Buu Saga. Majin Buu Saga, Schicksalskampf. Son Goku vs. Vegeta. Oh, das geht gleich da rein. Okay.
Ich sag ja, ich habe seit Ewigkeiten das Spiel nicht mehr gespielt. Oh Gott, wie ist das, Satan? Oh Gott, im Himmel. Nee. So, das ist Ich bin der Weltmeisterkampfkünste und dies und das und Ananas braucht kein Mann, Mann. Los, es bitte. Majin Buu? Majin Buu? Was ist das? Goku-san, ich muss dir das sagen. Goku? Ah, den Trick, den ich benutze. Der Kerl, der kriegt's drauf hat. Sorge ist nicht. Ich werde Majin Buu töten. Des Eingreifens von Son Gohan und den anderen ist die Gefahr durch Cell abgewandt. Es kehrt wieder Ruhe auf die Erde ein. Bis zur nächsten Bedrohung herrscht eine kurze Phase des Friedens. Wobei, es war ja gut kurz, was heißt kurz? 7 Jahre waren tatsächlich Frieden, ne? Bis dann natürlich halt das große Kampfsportturnier dann losging. Immer wieder, wenn so ein Goku kommt, gibt's Ärger. Kaum ist er ein Tag auf der Erde, schon gibt's irgendeinen Bösen, der was Böses vorhat. Ja? Kommt da ja Spopovic. Und der andere, wer jetzt gerade nicht der Name einfällt. Und klauen ja die Energie von Son Gohan. So, ich mach hier Schluss mit dem Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Freunde.